Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon für den PC. Im letzten Part haben wir mit Burgenbau im Zentrum das Strategiegenre abgeschlossen und wir haben jetzt nur noch ausschließlich das Echtzeitstrategiegenre vor uns. Und da freue ich mich so ein bisschen drauf. Denn Echtzeitstrategie finde ich ganz interessant. Tatsächlich bin ich ein Freund von. Jetzt müssen wir nur mal schauen, was machen wir da. Ich würde mal sagen, wir machen Mittelalter. Mittelalter funktioniert ja auch. Und dann haben wir Soldaten. Als Dingens? Nee. Schade. Schade. Ja, ich glaube, dann immer wieder Söldner. Söldner kommt Soldaten halt noch am nächsten. Und das sollte funktionieren. So, RTS. Und wir nennen das Ganze gute Frage. Ich meine, ich weiß, auf welchem Spiel ich das basieren möchte. Ich weiß nur nicht, wie sich das, wie sich der englische Name am besten ins Deutsch übersetzen lässt. Um das als Anspielung zu nutzen. Egal, machen wir es anders. Nennen wir es Recode. Ne? Auch eine Anspielung auf den Namen. Und warum nicht? Okay, das geht alles in die linke Richtung. Okay, finde ich interessant. Kann man machen. Kann man mal machen, ja, doch. So. Erstmal hier das erste Spiel eines neuen Genres, wie immer. Alles im Mittel. Damit wir da ja nicht allzu sehr verkacken, sag ich mal. Ja, ich sag mal, wenn alles im Mittel angesiedelt ist, dann haben wir da zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass sich oder dann gleicht sich das alles wieder aus. So ein bisschen, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dann auch näher an richtigen Einstellungen dran sind, ist einfach höher, als wenn ich irgendwas mache. Als wenn ich einfach irgendwas versuche. Von daher gucken wir einfach mal. Gucken wir einfach mal, was uns das Spiel so bringt. Und danach sehen wir weiter. Das ist jetzt gerade mal mein Plan. So, im letzten Part hatte ich ja gesagt, ich ziehe die Folge hier jetzt eventuell noch mal ein bisschen länger, sodass wir dann hier das Ganze abschließen. Mal schauen. Wie weit wir dann nach Ende einer normalen Folgenlänge, nach normaler Folgenlänge sind. Wenn ich da dann sage, ja, komm, das lohnt sich, dann machen wir es. Wenn ich sage, ne, lohnt sich jetzt nicht so wirklich, dann kommt noch mal eine Folge. Werden wir schauen. Auftragsflaute, ja, das ist egal. Keine neuen Aufträge, das ist mir so ziemlich scheißegal. Ganz ehrlich. Das passt schon. So, Messe, hey. Na, da wollen wir doch mal hier unser aktuelles Zeug mitnehmen und unsere Modbox mitnehmen. Bogenbaum Osten ist vom Markt genommen. Gut, dass ich das nicht mitgenommen habe auf die Messe, weil ne, der Marketing-Boost, den das dadurch bekommen hätte, also den Hype-Boost, der wäre voll viel hintern gewesen. So, wir sind hier bei 60% vom Spiel. Das ist okay.
Das ist voll okay. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Auf jeden Fall die, machen die Updates das, was sie sollen. Halten die Verkäufe oben. Verkäufe von Chroniken in der Valkyrie 2 sind wieder gesunken, was aber kein Problem ist, denn mein Lagerbestand ist eben nicht mehr so hoch. Von daher bin ich dem auch definitiv nicht böse. Sonst hätte ich da nämlich nachproduzieren müssen und nachproduzieren ist immer so nervig. Von daher bin ich immer ganz froh, wenn ich es nicht muss. So. Okay. Ich sag mal, wir sind jetzt nach 28 Wochen bei 35 Millionen verkauften Einheiten. Das ist über 1 Million pro Woche. Das ist schön. Das ist echt schön. Von daher kann sich sehen lassen. Das kann sich gerade echt sehen lassen. Finde ich gut. So, okay. Ihr braucht hier noch ein bisschen für irgendwas, keine Ahnung. Dann lasse ich jetzt aber auch mal die Updates sein. Und warte einfach ab, dass die hier fertig sind. Dankeschön. So. Na denn. Neues Game kriegt natürlich ein T-Shirt mit rein. Also neues Genre. Direkt mal vier... What? Okay. Das könnte schneller gehen als erwartet. Was zum Teufel? What the heck? Ich bin gerade ein wenig erstaunt. Tatsächlich. Ja gut. Ja gut. Mach mal 35 erstmal. Aber, ne? Wow. What the heck? What the heck? So, ihr macht mal hier in der Zeit ein bisschen Auftragsarbeit. Ihr könnt auch nochmal ein bisschen Geld dran schaffen hier. So, außerdem habt ihr dann was zu tun. Okay, also direkt auf Anhieb 94% finde ich mal echt heftig. Zeig mir den mal bitte. Die drei sind erstmal richtig. Okay. Gut. Ja, kann man machen, ne? Und ja, soweit von den 25% weiche ich das hier auch überall nicht ab. Krasser Shit. Krasser Shit. Okay. Okay. Ja, kann man machen, ne? Kann man echt machen. Wow. Wow. Ich bin gerade so ein bisschen platt. Ich bin gerade echt so ein bisschen platt. Na gut, dass ich hier zentral angefangen habe. Bei den Einstellungen. So, warten wir mal hier, bis die letzten Aufträge noch durch sind. Das dauert ja jetzt nicht so lange. Die rasen ja hier durch, das ist unglaublich. Da sind halt 24 Leute mit Top-Training, die da dran sitzen, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. So, dann, ja. Machen wir mal Neues. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo die Genre-Kombination gut war. Kommandieren und erobern. Na, machen wir mal hier mit Kaufmanns und. So. Weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwo anders nicht vielleicht schon mal verwendet habe. Aber egal. Egal. So, hier geht es jetzt um Militär und Weltkrieg. So, Weltkriege.
Okay. Achso, ja, die Zielgruppe. Die Zielgruppe mal wieder. Mensch. Dass ich die immer wieder vergesse. Okay. Dann, nur noch die beiden hier. So, das geht zwei runter, das geht jeweils einen hoch. Das ist leicht zu merken. Okay, na dann. Holy Macaroni. Nein. Bugfixing. So. Okay. Hier. Macht ihr mal euren visuellen Kram. Und ihr macht mal TV-Gedöns. Und, ich habe so ein paar offene Bestellungen. So ein paar. Machen wir mal 2 Millionen. So, die sind ja zum Glück relativ schnell durch. Die 2 Mille. Uiuiui. Da habe ich ein bisschen gepennt. Weil die Verkäufe pro Woche halt nicht ganz so hoch sind. Na gut, aber ich brauche immer noch. Machen wir nochmal 2 Mille. Komm. So. Okay. Und hier gibt's für Week Old mal noch ein bisschen was an Push. Damit hier die letzten 13 Millionen auch definitiv wegkommen. Wobei bei immer noch 800.000 verkauften Einheiten pro Woche sieht das eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Dann mach mal hier noch ein paar Produktionsaufträge. Während wir hier weiter Updates machen. Und dann ist das alles schick. So, du bist halb fertig. Okay, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Marketing für meine Konsolen. Muss ja auch mal sein. Müssen wir den Hype mal wieder ein bisschen hochtreiben. So. Okay. Also die Verkaufszahlen sehen auf jeden Fall immer noch gut aus. Da gibt's nichts zu meckern. Aber ich war doch so ein bisschen überrascht, ne? Spielbericht kommt vom ersten Spiel eines neuen Genres. Wie über 90%. Was? Ja. Okay. Und Erna Valkyrie ist raus. Bogenbaum Zentrum ist auch bald raus. Wir sind auch nur noch bei 20.000 verkauften Einheiten pro Woche. Also nicht mal mehr. Und, ja, gut. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja absolut kein Problem. So, mach du mal nochmal Marketing für den Mod Boy. Der kann es auch gebrauchen. So. Und dann hier mehr Updates. Mehr Updates. Okay. Das läuft alles noch. Die brauchen noch mehr Zeit. Sollen sie kriegen. Wobei ich sagen muss, na gut, den lasse ich noch durchlaufen und danach werde ich die Automatisierung stoppen. So. Weil ich brauche die Druckerpresse demnächst für unser neues Game. So. Na denn, letzte Bugs raus, Dankeschön. Und rauf auf den Markt damit. Nee, so rum. So rum bitte nur. 98%, wow. Okay. Okay. Das ist, eine Menge. Das ist viel. Machen wir mal 45 Mille. Schauen wir mal. Und schon mal die ersten Updates dafür.
Wow. Ich bin so ein bisschen baff. Ich bin so ein bisschen baff, wie schnell das geht. Habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Da habe ich definitiv nicht mit gerechnet. Aber gut. Wenn es so ist, dann ist es so. Nicht wahr? So, schauen wir uns den mal an. Jo. Der vierte ist richtig. Nice. Müssen wir jetzt nur noch rausfinden, wie stark so ein Echtzeitstrategiespiel für Core Gamer ist. Wie sehr das da in die Richtung Core Gamer geht. Aber, das werden wir rausfinden. Das werden wir definitiv rausfinden. So. Okay. Recalled Kreuzritter. Ein RTS. Für meine beiden Konsolen. Für nichts anderes. So, du gehst dahin. Du gehst mal dahin. So. Und genau. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Das ist so. Rest passt. Na dann. Na dann. Nein, hier, Bugs entfernen. Dankeschön. Passiert mir aber auch irgendwie bei etwa 50% der Spiele, ne? Dass ich erstmal hier im zweiten, Qualitätssicherungsbüro auch auf Gameplay-Verbesserung klicke. Naja. So ist es halt. So ist es halt. Alter! 2 Millionen verkaufte Einheiten pro Woche. Knapp. What the heck? What the heck? Sehr nice. Sehr nice. Das läuft alles sehr gut. Das läuft sehr, sehr gut. Okay. Oh, und ich brauche für Recode noch ein paar, noch ein bisschen Zeug, okay. Auch nochmal 500.000 in etwa. Viel mehr dürfte es eigentlich nicht mehr sein, oder? Mal im Auge behalten. Auf jeden Fall mal im Auge behalten. Könnte noch mehr werden. Könnte sein, dass ich da doch nochmal ein bisschen was brauche. 2,05 Millionen verkaufte Einheiten. Wow. Wow. Ja, das Spiel nehmen sie mir irgendwie in recht hoher Zahl ab. Ich weiß nicht wieso. Na doch, weil es gut ist. Hm. Okay. 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 Alles gut, alles gut. Tief durchatmen. So. Und dann passt das auch. So, was aber wahrscheinlich eher weniger passt, ist hier die der Lagerbestand, den ich noch habe. Da hauen wir mal nochmal 20 Mille oben drauf. Und wahrscheinlich wird das auch noch nicht ausreichen. Aber man muss ja klein anfangen, ne? Man muss ja klein anfangen. Wow. Das ist echt heftig. Ich meine, in 22 Wochen über 40 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist böse. Das ist verdammt böse. Aber ich werde mich definitiv nicht beschweren. Denn das ist auf gute Art und Weise böse. Das ist das positive Böse, wenn ihr versteht. So. Na denn. Hier, friss. Und friss weiter die Updates.
Und tatsächlich muss ich für WeGold noch mal ein bisschen nachproduzieren. Okay. Und noch mal 100.000 oben drauf, komm. Ist zu viel, das weiß ich. Aber, soll mir jetzt egal sein. Moment, ich habe dich hier falsch abgesetzt, ne? Was kannst du? Büroarbeit, ah, hier hinten kommst du hin. Okay. Da hatte ich ihn, ich hätte hier einen aus dem Büro rausgefischt, aber ich habe mich hier aus dem Gang gefischt. Naja, passiert. So, WeGold Kreuzritter ist fertig. Okay. Dann lasst uns sehen, wie sieht die Wertung aus. 97. 97 könnte schon passen. Muss aber nicht. Werden wir sehen. So, wir machen hier mal gleich 60 Mille, komm. Weil die werden wir davon los. Da bin ich mir sehr sicher. Da bin ich mir gerade sehr, sehr sicher. Okay. Fängt schon mal gut an auf jeden Fall. Ja, mit knapp 2 Millionen in der ersten Woche. Kann sich sehen lassen. Gut. Na denn. Zack, zack, zack. Hier die Modbox nochmal mit auf die Messe. So. Ja, doch. Doch, das kann sich absolut sehen lassen. Das läuft. Das läuft verdammt gut. Okay, was sagt der Spielbericht? Der Spielbericht sagt, wir sind durch. Okay, perfekte Einstellungen gefunden. Sehr nice. Das heißt, an sich ist dieses Let's Play damit beendet und gerade rechtzeitig zum regulären Ende dieser Folge. Ich bin erstaunt, dass das so gut funktioniert hat. So. Okay. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, nee, okay. Ah ne, stimmt, das ist Third-Person-Shooter hier. Na klar, Mafioso 3. Gut, dann wollen wir uns doch von allen Genres nochmal die perfekten Einstellungen ansehen. Da haben wir einmal hier für für Arcades. Nö. Ne? Dann haben wir Geschicklichkeit. Ja, doch, Geschicklichkeit. Das ist sehr, sehr offensichtlich hier, wo die Einstellungen hin müssen. Dann haben wir Denkspiele. Denkspiele sind so, verteilt. Okay. Als nächstes Jump and Runs. Ja, eigentlich die, wo man am schnellsten rausfindet, wie die richtigen Einstellungen sind. Weil man wirklich nur mit zwei Werten vom Standard abweichen muss. Ansonsten Priorität bei den Spielbewertungen überall 25%. Von daher läuft. First-Person-Shooter. Gehen mehr auf Optik als auf Gameplay, wer hätte es gedacht? Mehr auf Spiellänge als auf Story? Ach nee. Ich meine, die meisten Ego-Shooter haben sowieso dieselbe Story, nämlich irgendeinen Weltkrieg. Einsteigerfreundlich? Ja, tatsächlich. Weil ansonsten kriegen die Leute ja nicht dazu, die zu kaufen. Aber auch eher für Core-Gamer als für Casual-Gamer gedacht. Und mehr Augenmerk auf Atmosphäre als auf Funktion. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Rollenspiele. Rollenspiele.
Ja, braucht natürlich gute Story. Eher Gameplay als Optik. Sieht man an Perlen von der PS1, die ich persönlich zumindest immer noch sehr gerne spiele, obwohl die Grafik für einen Arsch ist. Aber das Gameplay ist halt super. Ja, macht halt Spaß. Genau, mehr auf Story als auf Spiellänge, wobei das sowieso ein bisschen merkwürdig ist. Ich meine, viele Spiele mit einer guten Story sind auch lang, vor allem Rollenspiele sind in der Regel eher lang, aber haben halt auch eine gute Story, von daher, das eine schließt das andere nicht wirklich aus. Genauso Atmosphäre und Funktionen schließen sich eigentlich nicht aus. Naja, egal. Ja, und halt sehr für Core-Gamer natürlich gedacht. Dann haben wir die Third-Person-Shooter. Eigentlich ähnlich wie First-Person. Lass uns das mal kurz direkt vergleichen. Das sind sogar fast dieselben Einstellungen. Der oberste Regler hier ist einen Punkt weiter links. Der hier ist dafür einen Punkt weiter rechts. Der Rest ist, glaube ich, sogar komplett identisch. Gut, hier gibt es noch ein paar Unterschiede. Aber ja, im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Simulationen sind für Core-Gamer. Eindeutig. Und da ist die Atmosphäre scheißegal. Hauptsache, wir haben viele Funktionen, um die Simulation realitätsnah wie möglich darzustellen. Eine Story braucht man in der Simulation normalerweise nicht. Deswegen Spiellänge. Und Optik, ja, kann ich nachvollziehen. Und Simulationen sind meistens wenig einsteigerfreundlich, sondern gehen eher Richtung Spieltiefe. Das stimmt wohl auch. Sportspiele, FIFA und so. Na, bei mir war es nicht FIFA, bei mir war es WWE vs. MMA Revenge. In diesem speziellen Fall. ja, brauchen keine Story. Ganz ehrlich, wer braucht bei einem Fußballspiel oder bei einem Wrestlingspiel oder bei einem Basketballspiel irgendeine Story? Nee. Man will vielleicht einen Story-Modus, um mit einem selbst erstellten Charakter in irgendeiner Form in der Liga aufzusteigen oder sowas. Das war's aber auch. Mehr Story braucht man nicht. Ansonsten sollten Sportspiele einsteigerfreundlich sein. Sind sowohl für Casual als auch für Core-Gamer gut geeignet. Ja, das passt soweit. Interaktive Filme. Ja, ganz wichtig. Diese beiden Punkte. Ganz, ganz wichtig für interaktive Filme, weil ansonsten funktioniert es nicht. Das Gameplay sollte nicht allzu schlecht sein, aber man sollte fürs Gameplay auch die Optik nicht liegen lassen. Deswegen, das kann ich nachvollziehen, einsteigerfreundlich sollte es sein, weil ansonsten wird so ein interaktiver Film sehr schnell sehr langweilig. Und ja, es ist eher für Core-Gamer, weil so einen interaktiven Film spielt man nicht einfach mal für eine halbe Stunde, Stunde pro Tag und dann ist gut. Nee, da will man drin versinken und am liebsten natürlich das ganze Ding an einem Stück durchspielen. Ist einfach so. So, was haben wir dann? Aufbauspiele. Oh, Moment. Ich habe die Adventures übersprungen. Oder waren wir gerade im Adventure? Nee. Nee, waren wir nicht. Aber auch hier ist Story und Atmosphäre sehr wichtig. Ja. Rest passt soweit auch. Alles gut. Und ich war doch gerade eben im Adventure und nicht im interaktiven Film. Naja, gut. Weil tatsächlich... Oh, interaktiver Film tatsächlich doch eher für Casuals. Okay. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wobei hier wahrscheinlich eine andere Definition von Core-Gamer gemeint ist, als das, woran ich jetzt gerade denke. Ja gut, und halt auch stark auf Optik und weniger aufs Gameplay. Na gut, aber in so einem interaktiven Film, wenn der interaktive Part halt scheiße zu spielen ist, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, von daher sollte man eigentlich auch das Gameplay nicht außer Acht lassen. Gut. Jetzt kommen wir zu den Aufbauspielen. Spiellänge. Spiellänge und Funktion. Weil ich will eine Stadt aufbauen und keine großartige Story dahinter haben oder eine Atmosphäre. Ich will eine Stadt aufbauen. Oder was auch immer. ja.
Hier brauche ich aber Spieltiefe. Und ja, Aufbauspiele sind oft nicht für Einsteiger. Als ich das erste Mal SimCity gespielt habe, es war nicht schön. Es war nicht schön. Ja, das war halt für so Simulationsspiele, was sie auch irgendwo war, sowas ähnliches wie ein Dark Souls. Ja, SimCity ist das Dark Souls der Simulationsspiele. im Großen und Ganzen zumindest. Gut. Oh, was haben wir da noch? Kampfsportspiele, MMA-Games. Ähnlich wie Sportspiele. Ist ja quasi auch dasselbe, ne? Ja. Braucht man jetzt nicht viel drüber sagen. Wirtschaftssimulation. Core-Gamer und Spieltiefe, Spiellänge und Funktion. Quasi das, was ich auch schon bei den Aufbauspielen gesagt habe, trifft hier genauso nochmal zu. Und Gameplay ist ein Ticken wichtiger als die Optik, aber man sollte beides nicht vernachlässigen. Stimme ich total zu. Dann haben wir hier Strategiespiele. Da ist in der Regel die Story auch wieder egal. Genauso wie die Atmosphäre. Und so ein Strategiespiel muss auch nicht einsteigerfreundlich sein. Es ist zwar schön, wenn es einsteigerfreundlich ist, muss aber nicht. Ja, weil meistens basieren Strategiespiele auf einer recht guten Logik. Ja, die Logik muss man erstmal verstehen. Ganz klar. Auch die Logik hinter Schach muss man erstmal verstehen. Und Schach ist ja auch ein Strategiespiel. Und ja, das muss jetzt nicht zwingend einsteigerfreundlich sein, wie gesagt. Und als letztes haben wir dann noch die Echtzeitstrategiespiele, die sehr, sehr, sehr zentriert sind. Nur dass sie weniger Richtung Casual Gamer und auch mehr in Richtung Spieltiefe gehen. Aber ja. Okay, das ging wie gesagt weitaus schneller als erwartet. Wir haben jetzt hier nochmal 10 Minuten einfach über die einzelnen Genre gequatscht. Passiert, musste sein. Ich wollte es euch ja wie gesagt auch nochmal zeigen. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, nicht nur während dieser Folge, sondern während des gesamten Projektes. Ja, ach Moment, wir brauchen noch ein Fazit. Moment, wir brauchen noch ein Fazit. So, und für das Fazit, ne? Das Fazit in einem Let's Play kommt während der Credits. Das heißt, wir schauen uns die Credits an, während ich ein Fazit abgebe. Ich hatte ja schon während meines Let's Tests ein bisschen was dazu gesagt. Stehe auch immer noch dazu. Sehr schönes Spiel. Was den Game Development Charakter angeht, weitaus besser als Game Dev Tycoon tatsächlich, weil es einfach weitaus mehr in die Tiefe geht. Und man hat auch da, man hat hier halt auch den Punkt, man hat hier halt auch den Punkt, dass man sich eine große Firma aufbauen kann. Ich meine, Game Dev Tycoon hatte 6 Mitarbeiter als Maximum übrigens, ne? Da ich es getestet hatte im Vorfeld, stehe ich hier mit in den Credits. Das finde ich sehr schön. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ja, ansonsten, die Musik im Hintergrund war sehr angenehm. Hat jetzt nicht genervt, hat auch nicht abgelenkt oder sowas. War cool. Und ich werde das Spiel in Zukunft definitiv häufiger nochmal anfassen. Aber ich brauche jetzt definitiv erstmal eine Pause von dem Game. Denn, Junge, Junge, das müsste jetzt Folge 48 sein. Folge 48 durch 3 sind das 16 Wochen.
jeweils anderthalb Stunden dieses Game spielen. Ui. Nee, irgendwann will man nicht mehr. Und an dem Punkt bin ich jetzt tatsächlich auch gerade angekommen. Ich mag das Spiel sehr, aber man muss es auch nicht übertreiben. Ja. Gut, von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank an Eggcode Games und Destrax Games, die mir ein Key für dieses Spiel zur Verfügung gestellt hatten, damals als ich das Let's Test gemacht habe. Und der Key war dann halt auch immer noch gültig für Steam, deswegen perfekt. Ansonsten, ich kann es jedem empfehlen, der auf diese Art Spiele steht. Ja, greift lieber zu Mad Games Tycoon als zu anderen Spielen dieser Art, weil Mad Games Tycoon ist in meinen Augen überlegen. Muss man einfach so sagen. Gut, das soll es dann aber auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Nicht nur für diese Folge, sondern für das gesamte Projekt. Und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos. Oder im Nachfolgeprojekt zu Mad Games Tycoon. Was, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ein Zelda-Game sein wird. Die Abstimmung läuft immer noch. Wahrscheinlich auch noch jetzt an dem Tag, wo ihr das sehen werdet. Und mal gucken, wer dann vorne sein wird. Also aktuell streiten sich Twilight Princess HD und Skyward Sword um die Spitze. Mal sehen, ob noch jemand nachrückt. Und ihr könnt es vielleicht ja auch ein bisschen beeinflussen, wenn ihr wollt. Link findet ihr in der Beschreibung. Aber wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Video. Bis dahin. Ciao, ciao.